Leitstelle Köln, schönen guten Tag. Bitte helfen Sie mir schnell. Hotel Globus in Köln, 205. Hallo? Hallo? Am Einsatzort treffen die Spezialisten zunächst auf die Rezeptionistin. Dass aus Zimmer 205 ein Notruf abgesetzt wurde, wusste die Hotelangestellte noch nicht. Hallo? Hallo? Vielleicht bewusstlos oder so. Haben Sie einen Universalschlüssel oder sonst irgendwas? Ich habe leider gar nicht mit. Rettungsdienst, machen Sie mal auf! Was ist denn los? Hallo. Hallo. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Wir sind gerufen worden zum Noteinsatz. Nee, bei mir ist definitiv kein Notfall. Sehen Sie, ich komme gerade aus der Dusche. Haben Sie mein Schild nicht gesehen? Ich habe gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Tut mir wirklich leid, das handelt sich um. Du hast es aber richtig verstanden. Wir haben das doch richtig verstanden. 205 von der Einsatzstelle. Also ich habe Sie definitiv nicht angerufen. Okay, ja, dann tut es uns leid. Ja, das tut uns jetzt leid. Was wollen Sie denn noch? Hier, gehen Sie bitte. Ich würde gerne wieder in die Dusche. Bitte vielmals Entschuldigung, wirklich. Das nervt so, ne? Diese ganzen Spaßanrufer, ey. Da verlierst du halt wichtige Zeit bei so einem Müll, ey. Echt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hallo? Hallo? Was ist denn los? Was passiert? Da liegt ein Mann im Aufzug, der hat ein Messer in der Brust. Noch ist der Einsatz nicht zu Ende. Das Hausmädchen hat einen schwer verletzten Mann aufgefunden, der in Lebensgefahr schwebt. Hallo? Hallo? Hallo. Hören Sie uns? Hören Sie uns? Hallo? Okay, Puls ist da. Ja, schwach. Alles klar. Okay, wir müssen gleich die Wunde stabilisieren. Atmen tut er auch. Aber schwach. Hast du getan? Ja. Da es sich ja jetzt offensichtlich um irgendein Verbrechen handelt, können Sie bitte die Polizei informieren? Ja, ich. Wir bräuchten einmal vielleicht irgendwas. Dann gib mir die Manschette. Ich mach dich hier drüben an. Du kannst ja besser damit zuhören. Alles klar. Unterdessen sind Polizeioberkommissar Tom Meyer und sein Kollege bereits auf dem Weg. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Niedergestochene etwas mit dem ersten Notruf zu tun hat. Was ist denn los hier? Wir haben den Mann gefunden. Ich wollte Handtücher aufs Zimmer bringen und da habe ich den dann liegen gesehen. Okay, wer hat den gefunden? Sie haben ihn gefunden? Ja, genau. Und Sie haben uns gerufen? Genau, ich habe eben angerufen. Okay, kommen Sie zu mir. Die Leitstelle hat uns verständigt. Es gab einen Notruf aus einem Hotel. Dem müssen wir natürlich nachgehen. Wir waren auch fix vor Ort, weil wir zufälligerweise auch in der Nähe waren. Und oben angekommen haben wir einfach nur erstmal viel Blut gesehen, eine verletzte männliche Person. Auf jeden Fall ist eines klar, das ist kein Unfall gewesen. Die Rettungskräfte dürfen keine Zeit verlieren. Ihr Patient schwebt in Lebensgefahr und muss dringend ins Krankenhaus. Währenddessen wollen die Polizeibeamten den Tathergang klären. Können Sie was dazu sagen? Also ich habe ein Handtuch aufs Zimmer gelegt und dann habe ich ihn da liegen sehen. Also haben Sie gesehen, dass jemand weggelaufen nee, ist? Nee, gar nichts. Keine Person? Nee. Er lag schon bereits da? Er lag schon da, genau. Ja, wann waren Sie das letzte Mal hier in dem Treppenhaus? Wie lange könnt ihr denn schon liegen? 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht? 10 Minuten. Wissen Sie denn, wer der ist, der also Herr? Der Mann ist auf jeden Fall Gast bei uns. Wir haben heute Morgen eingecheckt. Ja. Ja. Wissen Sie, wie der heißt? Ja, Manni. Manni. Und auf welchem Zimmer der wohnt oder schläft? Ja, 215 ist das. 215, genau. Ja. Okay. Gut. Okay, ich fordere die Spurensicherung an, ja? Ja. Arnold für die 1224. Warum sind die hier? Haben die irgendwas gesagt? Ja, er ist mit seiner Frau hier. Die heiraten heute. Ah, okay. Die Frau haben Sie aber noch nicht gesehen, oder? Nee, ich nehme an, die ist auf dem Zimmer. Ja. Die einzige Aussage, die hier vor Ort zu verwerten war, war von der Dame von der Rezeption. Und zwar, dass die verletzte männliche Person hier vor Ort auch einquartiert war und hier Gast war. Dann würde ich vorschlagen, hier rufen wir jetzt erstmal an. Du hast die Spurensicherung gerufen? Ich habe die Spurensicherung, Kripo, habe ich angefordert. Wir gehen dann am besten mal runter, meine Dame. Bitte schön. Genau. Bevor die Polizisten weiter ermitteln, wird der Schwerverletzte auf einer Bahre abtransportiert. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch und seine Rettung hat oberste Priorität. Auf 3 geht es dann direkt nach oben, ja? Kopf gut? Kopf gut. 1, 2, 3. Wo bringt ihr den jungen Mann hin? Ich muss noch eine Voranmeldung machen. Ich denke mal aber Klinik am Südring. Alles klar? Ja. Ja, die verletzte männliche Person wird erstmal ins Klinikum verbracht. Das ist ganz wichtig, dass der Person geholfen wird. Wir vor Ort sperren soweit alles ab. Wir haben die Kriminalpolizei und die Spurensicherung angefordert. Wichtig ist erstmal, dass nichts am Tatort verschwindet. Was ist passiert? Hallo, kommen Sie mal her. Was ist passiert? Wo kommen Sie denn her oder wie gehören Sie zu dem jungen Mann dazu? Ich bin als Trauzeuge bestellt. Sie sind als Trauzeuge? Ja. Das ist der Bräutigam anscheinend. Anscheinend? Bleiben Sie mal bitte bleiben hier. Bleiben Sie hier. Wo kommen Sie denn jetzt her?
Ja, ich komme von zu Hause. Sie kommen von zu Hause? Wir wollten uns jetzt hier treffen und gleich zum Standesamt. Ich bin der Trauzeuge. Ja. Und das ist Manfred, mein alter Freund. Wenn das ist. Kommen Sie ein bisschen zur Seite, kommen Sie her. Was Sie ist kommen erst mal klar. Das erklären Sie. Das wissen wir auch noch nicht. So genau. Hier ist wieder ein Anruf. Ja? Wieder ein Notruf. Polizei Köln, Meier, mein Name. Schnell helfen, mir Zimmer 205. Das ist Tanja. 205. Das ist die Braut. Tanja, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Wo? Hat sie gesagt? Ja, was ist denn da los? 205. Bleiben Sie bitte hier. Wir gehen mal kurz gucken. Aber 205 waren wir schon. Da waren wo, wir, wo wohnt die Dame denn? 215. 15. Als dann erneut ein Hilferuf kam, war es natürlich für uns super hilfreich, dass der Trauzeuge die Stimme erkannt hat. Die Stimme kam nämlich von der Braut. Und das war auch ein Stichwort oder Stichpunkt für die Rezeptionistin hier vor Ort. Die wusste nämlich, wo sie ist. Dann haben wir natürlich eins und eins zusammengezählt und sind sofort hoch. Fordern Sie noch einen Krankenwagen an, ja? Es wird klar, dass auch der erste Notruf aus diesem Zimmer kam. Doch die Braut scheint so schwach zu sein, dass sie statt 215 nur noch 205 hervorbrachte. Keiner weiß, ob sie noch bedroht wird. Polizei, machen Sie die Tür auf! Hallo? Okay. Hallo? Bei Ihnen alles okay? Alles okay? Arnold für die 1224? Machen Sie das Ding mal ab. Fass Sie nicht an! Aus dem Boden! Umdrehen! Lass die Schlampen los! Halt auf den Rücken! Die soll verrecken! Füße zusammen! Lass mich los, du Penner! Füße zusammen! Lass die Alte verrecken, damit verlässt keine Alte! Ja, alles gut, alles gut. Bleiben Sie bitte draußen! Bleiben Sie bitte auf der Weg, du Penner! Lass mich los! Hören Sie auf, Widerstand zu leisten und Sie gehen zur Seite! Der Täter griff mich von hinten an. Er hat ein Handtuch benutzt, um mich zu würgen. Das ist eine sehr schwierige Situation, aus sowas überhaupt rauszukommen. Ich habe meinen Ellenbogen benutzt. Ich habe ihn auf den Fuß getreten. Ich wollte ihn quasi ablenken und mich losreißen. Das ist mir Gott sei Dank gelungen. Und als zweite Maßnahme habe ich ihn natürlich sofort auf den Boden gebracht und ihn fixiert. Jetzt habe ich ihn. Wollen wir ihn rausbringen? Alles gut bei dir? Ja, die Ohren sind weg. Wollen wir ihn rausbringen, dann kümmere ich mich mal. Lass mich in Ruhe. Gehen Sie zur Seite. Gehen Sie zur Seite und schauen Sie, dass ein Krankenwagen angefordert wird, wie ich es gesagt habe. Nachdem wir den vermeintlichen Täter hier vor Ort fixiert haben und er auch noch renitent war, ist natürlich die erste Maßnahme, an die man denkt, wir verbringen ihn weg in den Streifenwagen. Wir wollen ihn hier nicht am Tatort haben. Wir müssen hier vor Ort arbeiten. Wichtig ist, dass es der Dame gut geht. Wie es dem anderen geht, das ist zweitrangig. Marina, alles okay? Was ist passiert? Drehen Sie sich am besten. Kriegen Sie noch Luft? Bleiben Sie mal kurz zu Hause, bitte. Ja? Ja, wir müssen uns erstmal um Sie kümmern. Können Sie sich auf die Seite legen? Das ist ja nicht so. Kriegen Sie noch Luft? Alles okay? Als Phil Funke mit seinem Rettungsteam eintrifft, weiß immer noch niemand, welches Motiv der Täter hatte, die Frau derart zu misshandeln. Können Sie sich vorstellen, was hier. Warum das. Wer das war? Können Sie sich das vorstellen? Das war der Ex. Das ist der Ex-Freund, okay? Ja, keine Ahnung, was der vorhatte. Naja, es spricht ja Bände für sich. Gut. Menschenskinder. Hallo. Seit den Gürtel um den Hals. Ja. Am Boden hat im Gesicht relativ viele Verletzungen. Da kommen wir kosten Schüsse vom Wagen. Ja, super. Ja, vorsichtig. Okay. Hallo, grüße Sie. Was ist passiert? Komm. Bisschen taffetat, aber gut tastbar. Tief durchatmen. Suchen Sie sich gut zu beruhigen, tief durchatmen, ja? Als wir dann in dem betroffenen Zimmer angekommen sind, sahen wir dort, wie ein Kollege der Polizei bei einer Frau saß, die offensichtlich massivste Würgemale am Hals hatte, ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe. Und die Situation bei ihr stellte sich dann schon erstmal sehr dramatisch dar. Tut Ihnen sonst noch irgendwo was weh? Der Hals. Aber Luft kriegen Sie. Den Gürtel hatte sie um den Hals zugezogen, als ich war. Hier war noch ein Täter drin. Ja, den haben wir noch gesehen unten gerade. RTW haben wir gestellt. Genau. Ich fahre euch mal einmal auf die Lunge. Ich geh einmal kurz die Klippe auf den Finger nicht erschrecken. Oh, ja, okay. Ganz ruhig. Das geht aber. Das erste Problem in diesem Fall stellten die Würgemale dar, weil man muss davon ausgehen, dass sie stark gewürgt wurde. Und das kann natürlich die Atmung beeinträchtigen. Das heißt, wir mussten erstmal sicherstellen, dass die Frau vernünftig Luft gekriegt hatte. Man hörte es so ein bisschen, dass das nicht ganz so gut ging. Als nächstes habe ich mir dann den Hals noch mal etwas genauer angeschaut
und habe sie noch mal genau gefragt, ob sie auch das Gefühl hat, dass sie gut Luft kriegte. Das war dann auch so, sodass wir uns da erstmal keine größeren Sorgen um ihre Atmung nachher machen mussten. Während das Rettungsteam um Phil Funke dabei ist, die verletzte Frau zu versorgen, versuchen die Polizeibeamten, die Hintergründe zu ermitteln. So, nicht erschrecken, Sie kriegen jetzt nur kurz zwei Stifte in die Nase. Guck mal, bekommen Sie Sauerstoff. Wir reden das Atmen ein bisschen vielleicht. Ja, ja, das reicht. Okay. Nicht erschrecken. Ich mach das ganz weit, damit nichts am Hals rumkommt, ja? Alles gut. Wird es langsam ein bisschen besser mit den Schmerzen? Ein bisschen. Okay. Dann Kopf zur Seite. Ein bisschen ruhiger, ich krieg mal noch ein bisschen mehr. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt mal ganz tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und dann werden Sie auch merken, dass das Medikament gleich wirkt. In so einem Einsatz spielen Emotionen immer eine ganz große Rolle. Die Patientin ist in einer absoluten Extremsituation gewesen. Sie wurde angegriffen, sie hat im Prinzip um ihr Leben gekämpft. Und dann kommen so viele fremde Leute an sie ran und wollen irgendwas von ihr und sind dann auch noch mal irgendwie in der Nähe des Halses, was sie auch immer wieder sehr aufgewühlt hat. Und da ist für uns einfach wichtig, dass wir ganz ruhig mit der Patientin sprechen, sie immer wieder beruhigen, dass sie einfach das Gefühl kriegt, wir sind für sie da, wir helfen ihr, wir tun ihr nichts und ihr kann einfach nichts weiter passieren. Finden wir mal einen Transport fertig machen unten? Genau. Müssen mal gucken, wir kommen mit der Trage nicht rein, ne? Ich weiß nicht, ob wir einen Fahrstuhl haben, ich hab den nicht gesehen. Der Fahrstuhl, ich glaube, der ist aber zu klein. Müssen mal gucken, ob wir sonst zusammen bis in den Fahrstuhl kommen. Ja, schön die Augen auflassen. Wie ist es mit der Luft? Besser. Ansonsten können wir gucken, ob wir vielleicht irgendein Stühlchen haben, wo wir sie draufsetzen können, ein Drehstuhl oder ähnliches. Von unten vielleicht. Was ist hinter dir? Also ein Sessel. Das ist ein Sessel. Das ist ein Sessel, ne? So ein Bürostuhl mit Rollen? Ja, können wir auch machen. Das nächste Problem, was sich uns darstellte, war, die Patientin zum RTW zu kriegen. Wir wussten, dass der Fahrstuhl zu klein war für unsere Trage. Das heißt, wir kamen mit unserer Trage nicht bis nach oben. Und in ihrem Zustand schien es mir auch nicht sinnvoll, sie bis nach unten laufen zu lassen. Dafür war sie immer noch viel zu aufgewühlt. Und deswegen haben wir dann überlegt, wie wir sie runterkriegten, haben uns dann einen Schreibtischstuhl organisiert, auf dem man sie dann in den Fahrstuhl rollen konnte. Dank der Improvisationsfähigkeit des Rettungsteams kann die schwer verletzte Frau schnellstmöglich aus dem Hotelzimmer verbracht und für den Abtransport ins Krankenhaus vorbereitet werden. Es ist nichts eng, beengt am Hals. Guck mal, du hast ganz viel alles Platz. Gut. Du hast ganz viel Platz. Ganz viel Platz. Es ist nichts eng am Hals. Kann nichts passieren. Entspann dich. Alle Gefahr ist vorbei, ja? Okay. Der Trauzeug ist da, ist alles in Ordnung, ja? So, jetzt stehen wir mal gemeinsam auf. Ja, ich weiß, das kann nicht passieren. In dieser extrem sensiblen Einsatzsituation bin ich echt stolz gewesen auf mein Team. Die Karin und der Michael sind sehr vorsichtig, sehr behutsam mit der Patientin umgegangen und allein das hat nachher auch den Erfolg gebracht, dass die Patientin so schnell ruhig geworden ist und uns auch, ohne sich groß irgendwie zu wehren, ins Auto gefolgt ist. Während die Patientin abtransportiert wird, wartet Polizeioberkommissar Meyer auf die Spurensicherung. Denn noch immer ist unklar, was genau passiert ist. Kommen Sie mit raus, ja. Weil jetzt darf natürlich keiner mehr das Hotel betreten, weil die Spurensicherung kommt jetzt gleich. Ja, ja, ja. Wir spenden den ganzen Bereich ab. Ihre Personalien habe ich soweit aufgenommen. Mhm. Wir werden uns auf jeden Fall bei Ihnen melden. Ja, bitte. Vielleicht müssen Sie noch mal das eine oder andere zum Protokoll sagen. Wir haben hier nämlich zwei versuchte Tötungsdelikte. Das ist schon Verbrechensbereich. Ja, der gehört also absolut weggesperrt, der Vogel, ne? Das ist doch wohl. Das entscheidet der Richter dann, ja, wie lange. Ne? Hoffentlich, hoffentlich. Ne? Ja, ja. Verdient hätte das auf jeden Fall. Das, okay, können Sie mal glauben. Ich muss jetzt bitten, den Bereich hier zu verlassen. Ja. Ihnen alles Gute zu wünschen und vielleicht sieht man sich demnächst. Fahr in die Klinik. Ja. Machen Sie das, genau. Kümmern Sie sich um Ihre Freunde. Danke. Ja? Ja, das Leben schreibt manchmal nicht nur die schönsten Komödien, sondern auch die schlimmsten Tragödien. Hier vor Ort war natürlich die Eifersucht im Spiel. Braut und Bräutigam wollten sich das Ja-Wort geben. Eine hatte was dagegen. Der Ex-Freund hat hier auf den künftigen Ehemann eingestochen. Und er hat auch versucht, die Braut zu erwürgen. Eine Katastrophe. Okay, das machen wir jetzt noch dran. Mach's. Wenn du dran. Die Mo hast. Hast du die, genau. Die Mo? Das ist die Mo. Alles klar. Und dann machst du zu und dann fahren wir. Klinik Südring, ne? Klinik Südring, so. Es gibt noch mal einen kleinen Strupser gegen die Schmerzen. Die misshandelte Frau wurde in die Klinik verbracht, wo ihre Verletzungen vollständig heilen werden. Auch ihr Partner wird sich von der Messerattacke erholen. Ihr Ex-Partner wird sich wegen der versuchten Tötungsdelikte vor dem Strafgericht verantworten müssen.